Ohlsdorfer das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Eigenanteile in den Pflegeheimen senken, Menschen mit Pflegebedarf finanziell entlasten. Das, was Sie hier gebracht haben, Frau Zimmermann, finde ich äußerst schwach, weil es im Endeffekt genau wieder darstellt, wie Sie Politik betreiben. Wir können uns jede Woche hier unterhalten und eine andere Forderung aufstellen. Wir können uns auch jede Sitzungswoche hier unterhalten und Probleme beschreiben. Aber das ist nicht unser Ansatz von Politik. Wir wollen Verbesserungen diskutieren und vor allem auch umsetzen und realisieren. Das unterscheidet uns. Und ich möchte an dieser Stelle, weil Sie so negativ hier auf die letzte Legislatur natürlich auch sich bezogen haben, kann ich Ihnen nur sagen, ich möchte es deutlich aussprechen und einen besonderen Dank hier auch mal an Minister Gröhe und seine ganze Mannschaft an Staatssekretären und auch hier den Ausschuss einfach einmal danken. Das waren richtige Entscheidungen und die waren auch wegweisend. Kollege Ohlsdorfer, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Zimmermann? Gerne. Vielen Dank, Kollege Ohlsdorfer. Ich habe eine ganz einfache Frage. Steigen die Anteile der Eigenbeteiligung im Moment oder steigen sie nicht? Kennen Sie die Berichterstattung dazu? Wissen Sie, dass bis zu 700 Euro Eigenanteile jetzt mehr in diesem Jahr geleistet werden müssen? Pro Monat. Ich frage Sie, wissen Sie das? Haben Sie diese Berichterstattung ebenso gehört? Ich habe natürlich das auch gehört, dass es verschiedene Einrichtungen gibt, wo es diese Steigerungen gibt. Das ist wahr. Es gibt aber auch, lassen Sie mich hier kurz aussprechen, es gibt aber auch, und das möchte ich unterstreichen, nicht überall diese Steigerungen. Und man muss ja dann schon auch mal genauer draufschauen und nicht solche Situationen, solche Spitzen verallgemeinern. Das ist in meinen Augen nicht korrekt. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf hier weiterfahren. Wir, und mit wir meine ich uns alle, sind uns einig, dass wir auch in Zukunft eine bessere Pflege brauchen und wollen. Dass das eines der großen Zukunftsthemen ist. Und wir lassen uns auch nicht darauf reduzieren, dass wir sagen, ja, im Koalitionsvertrag Sofortprogramm und 8000 Stellen und mehr machen Sie nicht. Das ist eine Verkennung der Tatsachen. Und ich habe gemerkt, dass Sie ja zumindest mal in den Koalitionsvertrag reingeschaut haben. Und deshalb ist es, glaube ich, schon auch wichtig, dass man hier feststellt, dass dieser Koalitionsvertrag eine sehr, sehr hohe Qualität in der Pflege, vor allem im stationären und auch ambulanten Pflegebedarf, sicherstellen möchte. Und darauf setzen wir auf Ausbildung, wir setzen auf Weiterbildung und wir setzen auch auf eine Neuordnung dieser Ausbildung. Und durch eine Personalpolitik, die nicht sich daran orientiert, dass wir sagen, satt und sauber möchten wir sicherstellen, sondern wir geben hier auch die Möglichkeit für Menschlichkeit und Empathie, weil wir somit neue Zeiträume durch Personalkennzahlen zulassen und schaffen. Dieser Koalitionsvertrag, meine sehr geehrten Damen und Herren, schafft aber auch soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Das verkennen Sie für Angehörige. Wenn ich hier zitieren darf, Kinder haben eine Verantwortung für ihre pflegebedürftigen Eltern. Ja, das stimmt. Aber es steht auch ausdrücklich im Koalitionsvertrag, dass Kinder erst ab 100.000 Euro Jahresentgelt zur finanziellen Verantwortung hier mitgezogen werden. Das ist richtig, das ist anständig und das ist christlich und auch sozial. Und ich möchte Ihnen aber auch hier natürlich auch noch mal sagen, dass dieser Koalitionsvertrag für alle Beschäftigten auch deutlich macht, dass wir eine hohe Wertschätzung für diesen Beruf entgegenbringen. Aber es ist auch klar, dass man von der hohen Wertschätzung keine Mieten bezahlen kann und auch nicht den Lebensunterhalt bezahlen kann.
Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, setzen wir uns ein für eine flächendeckende Tarifbindung. Und wir setzen uns natürlich auch ein, und das haben Sie ja hoffentlich auch gelesen, dass wir Tarifsteigerungen in den Kliniken dementsprechend ausgleichen. Und wir erhöhen die Personalausstattung auf den Stationen der Kranken- und Altenpflege. Das heißt also, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Koalition, sollte sie zustande kommen, und das hoffen wir natürlich, wir investieren nicht nur in Straßen und Wohnräume oder Ähnliches, wir investieren in Menschen, weil wir den Menschen etwas zutrauen und weil wir an die Menschen glauben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und was uns auch unterscheidet, und das ist ja gerade auch wieder deutlich geworden vorher, wir spielen niemanden gegeneinander aus. Und wir versuchen nicht in irgendeiner Richtung hier uns populistisch hinzustellen mit Schaum vor Mund und zu erklären, dass wenn jemand ein anderes Gehalt geht, dass der Angehörige das bezahlen muss oder der Pflegebedürftige. Das, was Sie hier betreiben, ist nicht in Ordnung. Und das dürfen Sie mir glauben, dass wir Ihnen das auch nicht durchgehen lassen werden. Wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir setzen hier auf eine hohe Pflegequalität durch Hilfs- und Fachkräfte. Wir setzen auf eine ordentliche Bezahlung aller Beschäftigten. Und wir setzen natürlich auch darauf, und das möchte ich schon noch mal auch sagen, dass wir machbare Eigenanteile für Pflegebedürftige im Rahmen der Pflegeversicherung auch einfordern werden. Weil es ist klar, dass all die Dinge, die Sie immer wieder mit der Bürgerversicherung hier anbringen als Vollversicherung, das Ganze muss halt auch bezahlbar bleiben. Und wir können hier nicht Utopia regieren lassen. Wir wissen, was Realpolitik bedeutet, und wir wissen auch, wie wir dieses Land gut und richtig weiterbringen. In diesem Sinne herzlichen Dank.